Den ziehe ich lieber aus dem Verkehr. Das ist ein Negative Spider-Bot, okay. Das ist schon cool gelöst mit dem Fortbewegen durch die große Stadt und schnell. Für eine verlassene Gießerei ist hier viel los. Was dauert da so lange? Vorsichtsmaßnahmen. Tombstone macht's uns nicht leicht. Alles klar. Bereithalten. Jagen ist Leben. Leben ist Jagen. Ich muss das Dach aufräumen, wenn ich da rein will. Hier wimmelt's nur so von Jägern. Sind die alle für mich? Hey, hab grad mit meinem Dad geredet. Aber noch keine Spur von Dr. Connors. Ich habe Dad schon lange nicht mehr so gestresst erlebt. Wir werden Connors finden. Ruf doch MJ an und bitte sie, bei ihm nachzusehen. Ja, gute Idee. Ich sehe dich dann in der Stiftung, wenn ich hier fertig bin. Wo bist du? Brauchst du Hilfe? In Williamsburg, bei der alten Stilgießerei. Ich glaube, sie halten ihr Tombstone fest. Klingt nach einem Job für die Spider-Freunde. So werden wir uns sicher nicht nennen. Welchen Namen benutzt du mit dem anderen? Keine Ahnung. Spider-Mans? Spider-Männer? Das verwirrt doch. Ich sollte los. Hier wimmelt's von Jägern. Du brauchst also Hilfe. Nein, komm nicht her. Die sind tödlich. Ich möchte nicht, dass du verletzt wirst. Bis bald. Der Ausgang ist nicht gesichert. Ich muss alle Jäger loswerden, bevor ich reingehe. Lasst uns Craven nicht erneut enttäuschen. Seid auf der Hut. Hier kommt. Alles ich hab mich einfach unterbrochen. Mach Pause. Die Spider-Freunde. Wer ist auf dem Gelände? Jemand soll nachsehen. Süß. Hast du gesehen, was passiert ist? Ich habe alle gestealth. Der Schornstein ist mein Weg ins Innere. Alle gestealth mit Dingsen. Das währenddessen, wie ich es gesagt habe, nicht gesagt, weil dann wäre es schief gegangen. Hab grad mit MJ telefoniert. Sie macht sich gleich auf den Weg zu Connors. Das ist klasse. Ja, wollte nur sicher gehen. Die Stilgießerei, richtig? Ja. Was machst du gerade? Cardio. Dann trainier mal weiter. Ich muss schnell Tombstone finden, bevor es ihm wie Scorpion geht. Der Cardio meinte, er kommt hergelaufen. Draußen meldet sich niemand mehr. Schickt weitere Wachen zu Tombstone. Ich hole Verstärkung. Verstärkung. Ich sollte leise vorgehen. So. Schlaf dich mal aus. Entspann dich.
Ich glaube, das waren dann alle. Nee. Wieso machst du die Tür nicht normal auf? Macht es einem nicht leicht. Harry? Was machst du denn hier? Dir helfen, Spider-Man. Gern geschehen übrigens. Ich wollte das leise erledigen. Ist das meine Schuld? Du links, ich rechts. Dann mal los. Zum Glück ist ein Anzug sehr intuitiv. Ich glaube, er hat nicht so viel Kampferfahrung. Du meintest zwar, du hast es im Griff, aber sieh uns an. Ich wollte dich eigentlich mit etwas Leichterem anfangen lassen. Was gibt es Besseres als Learning by Doing? Beenden wir das. Ich hab mich noch nie so stark gefühlt. Werd nicht übermütig. Wir sind nicht unbesiegbar. Ziel im Visier. Willst du dich die ganze Zeit so? Man verprügelt nicht nur Schurken. Man muss auch schwere Entscheidungen treffen. Kommt wohl mit dem Job. Steht die immer noch auf? Ja. Hey, wie denn? Ja, könnte gut sein. Ist das ein Flammenwerfer? Leider ja. Da taugen meine Netze nichts. Wir müssen den anders außer Gefecht setzen. Ziel erfasst. Achtung! Sie sind auch auf den Plattformen. Ich hab sie. Bleib aus der Schusslinie und schnapp dir die Jäger. Ob dieser Anzug kugelsicher ist? Jetzt ist nicht die Zeit, das zu prüfen. Wie lautet dann der Plan? Ich arbeite dran. Geh zum hinteren Balkon! Die Flammen verglühen meine Netze! Meine Netze können ihm nichts anhaben. Weich den Netzen aus! Harry, ich habe eine Idee, wie wir das Ding ausschalten können. Dann raus damit! Da oben, der Bottich! Ja. Ich lenke es ab, los nach oben! Los! Das war lustig. Und jetzt retten wir einen Superschurken. Er macht das viel zu gut dafür, dass er es noch nie gemacht hat. Superschurke. Trotzdem hat er ein paar Mal versucht, sich zu töten. Er versucht, sich zu ändern. Ich will ihm helfen. Mann, du glaubst wirklich an das Beste in jedem. Okay, lass uns... Los! Wir müssen sie treffen, bevor sie uns treffen! Gefunden. Und weiter geht's. Er ist da! Ich schätze deinen Enthusiasmus, aber ich bevorzuge Köpfchen vor Muskelkraft. Was ist los? Wir packen das! Das ist nicht garantiert! Verstanden! Gib mein Bestes! Ich zeig dir das Feuer nichts aus! Nein, in der Tat! Ich schwitze noch nicht mal! Wie ist das? Es hat sich schnell zugespitzt! Das tut es immer! Hier, Kleiner! Ich hab was für dich! Pfeilsalbe! Hier wird's langsam brenzlig! Runter mit ihm! Komm schon runter! Ich bewege mich! Lass den nicht da oben! Es sind zu viele! Es sind halt immer durch. Zu viele! Wow!
weiß gar nicht, wie ich das mache. Der Anzug ist irre. Langsam habe ich den Dreh raus. Du solltest Lehrer sein. Vielleicht kriege ich doch meinen Job zurück. Es hört nie auf. Ich stecke fest. Harry, alles okay? Ah, mein Kopf. Wir müssen weg. Jetzt. Die Sirene. Wenn wir uns nicht bewegen, sieht er uns nicht. Tja, war wohl uns denken. Sie sind hier! Oh, noch mehr. Was war das mit deinem Anzug? Keine Ahnung. Der Alarm hat mich durcheinander gebracht. Hauptsache, es geht dir gut. Feine Macheten, Raketen und Robotervögel? Vergiss nicht die Roboterhunde! Was wird uns als nächstes töten? Ja, bei dem Feuer hat er nicht so die Sorgen eben. Ich mach dich fertig! Haben wir uns gerade Däumchen gegeben? Mehr Raketentypen im Anflug! Bleib ruhig! Erledige sie nacheinander! Okay, nacheinander! Alles klar, Herr Lehrer! Langsam wird's anstrengend! Wo ist der Typ bloß? Lass mich raus! Ich glaube, wir sind gleich da! Oh. Langsam werde ich nervös. Sicher, dass wir das schaffen? Aber Logo, wir sind die Spider-Freunde. Okay. Ja. Da ist unser Mann. Wie ist der Plan? Holen wir ihn uns. Ich starte ein Ablenkungsmanöver. Versuch du, ihn zu befreien. Okay. Sie werden so schnell groß. Oh Mann. Ich bin von Deadpool auf. Ich hol dich hier raus, okay? Kannst du nicht. Die haben alles verkabelt. Dann entkabele ich es. Oh oh. Was habe ich dir gesagt?
Sorry, ist mein erster Tag. Ich brauche hier Hilfe! Bin gleich zurück. Werden die größer? Du gehörst mir! Wir geben uns Freunde, also wenn wir gemeinsam durchs Feuer. Und jetzt musst du noch Witze reißen? Gehört zum Job. Diese Ironie, die Spinne kommt nicht rein. Hey, du schuldest mir was. Mal sehen, ob wir entkommen. Wo kommen die alle her? Vielleicht kann man die buchen. Wir müssen diesen Ofen ausschalten. Da! Wenn wir die Maschine mit Kühlmittel überlasten, sollte sie ausgehen. Sind sie weg? Gut, jetzt sollte... Wollt ihr hier etwa alle umbringen? War nicht der Plan. Sorry. Die geben nicht auf. Das machen wir auch nicht. Langsam wird es heiß. Gar nicht gemerkt. Ich glaub, der Anzug ist feuerfest. Dein Glück! Wir haben keine Zeit für sowas. Was machen wir? Schneller! Das kriege ich hin. Tombstone muss da raus. Vielleicht können wir den Käfig demolieren. Da! Zieh die Stützen raus! Nenn mich verrückt, aber heute zählt zu den besten Tagen meines Lebens. Du musst echt öfter rausgehen. Nur noch zwei übrig. Woraus besteht das Ding? Keine Ahnung, aber hier fällt alles zusammen. Mach weiter! Es funktioniert nicht! Durchhalten! Wir müssen die Stützen abreißen! Käfig nicht auf. Vielleicht kommen wir durch den Ofen. Nein, da drin ist es zu heiß. Hast du eine bessere Idee? Schwere Entscheidungen. Was hast du vor? Komm schon, Harry. Da! Was jetzt? Los! Gehen wir zurück, hier du... Los, raus da! Weg hier! Ihm nach! Ist der Job immer so stressig? Yoga wirkt Wunder beim Stressabbau. Wollt ihr hier sterben? Bewegung! Nein, 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 nein! Wir haben ihn verloren! Keine Panik! Schnell, hier lang! Harry! Harry! Ich muss weiter! Ha!
Moment! Alter. Ist uns jemand gefolgt? Ich schau nach. Der Nachteil daran, wenn man sauber bleibt. Das Spiel hält dich in Form. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Ein paar andere hatten weniger Glück. Die hätten mich gar nicht kalt machen können. Und sie wollten das wohl ihrem Boss überlassen. Kennst du ein sicheres Versteck? Ja. Wenn die nochmal kommen, bin ich bereit. Richte deinem Freund meinen Dank aus. Man sieht sich, Spinne. Die haben sich wohl aufgeteilt. Sollten wir auch. Ja. Hey, das war gute Arbeit. Echt jetzt? Und ich war mir sicher, dass ich alles vermassle. Hast du. Aber im bestmöglichen Sinn. Was machst du? Moment! Sorry. Hab immer noch nicht raus, wie das funktioniert. Cooles Design. Was meinst du? Hast du nicht gerade... Hä? Das hab ich wohl. Sieh dir das an. Jetzt sind wir wohl wirklich Spider-Freunde. Ich gehe zurück ins Labor und sehe nach, ob Dr. Connors aufgetaucht ist. Gute Idee. Ich melde mich später. Gies, dein Anzug bewegt sich auch die ganze Zeit. Unglaublich. Hier, das ist wieder wegen eines Tausendfüßlers. Ich brauche Hilfe im Büro. Ich sollte mich bei Pete erkundigen. Hey, Miles. Hey, Mann. Lang nichts gehört. Brauchst du Spider-Hilfe? Danke, wir kommen klar. Wir haben Tombstone gerettet, bevor Kraven ihn in die Finger bekommen hat. Wir? Oh, lange Geschichte. Also, mein Freund Harry, er hat so eine Art Poweranzug. Damit kann er ordentlich austeilen. Bei den Jägern wird er echt helfen können, das steht fest. Warte, ist er einer von uns? Quasi? Es geht alles so schnell, aber wir reden später. Ich muss los. Bis später. Das sagt er oft. Okay. Mal sehen, was mit Marlos ist. Das ist jetzt ein Mysterio-Symbole. Michael Bay wäre ja stolz. Ja, Explosionen gab es gerade zu Genüge. Mysterium entdeckt. Sieht aus wie eins von Becks Mysterien. Hey. Oh Gott, das ist auch noch mit Zeit irgendwas. Der beste Anzug. Es ist der beste Anzug. Ich glaube, das ist. Das zu toppen wird schwierig. Bodega-Katzenanzug. War das die Katze noch näher dran? Nur gut. Stimmt, da war der Anzug her. Bei Miles Morales, ne? Konnte man die Mission machen, oder?
Sollte das hier nicht dicht gemacht werden? Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo die Katze her ist. Kann ich helfen? Das Mysterium wurde mit einem Virus oder so infiziert und jemand ist darin gefangen. Ah, so gut. Wenn du zum Stopppunkt gelangst, sollte sich das System zurücksetzen. Pass aber bei dem Ganzen auf dich auf. Wie kann ich mir in einer Illusion wehtun? Und das, mein Freund, wollen wir herausfinden. Oh, der Anzug! Besiege alle Gegner. Spider-Man! Willst du hier den? Ist das Spider-Man? Hilfe! Hilf! Keine Sorge, ich finde dich! Vernichte sie alle! Spider-Man? Was siehst du da drin? Ein Haufen Bösewichte, einschließlich Mysterio! Das mag komisch klingen, aber Cole und ich glauben, dass der Mysterio-Schurke von dem erschaffen wird, der unsere Mysterien sabotiert hat. Sie wollen mich verleumden, indem sie Illusionen als Waffen einsetzen, um Leute zu quälen. Wir glauben, wenn du diese Anomalie besiegst, dann können wir die Geister retten. Außerdem, je effizienter du diese Anomalie ausschaltest, desto eher finden wir heraus, was falsch gelaufen ist. Ich debugge also Code, indem ich diese grünen Schädelkerle bekämpfe? Okay. Hab dich auf Zauberei gefasst, Spider-Man! Du kannst andere nicht retten, ohne dich selbst zu retten! Ich hab's geschafft. Diesmal hast du überlebt. Aber ich gebe niemals auf. Das war ein Albtraum. Der Albtraum ist vorbei. Du bist jetzt sicher. Beeindruckend. Deshalb wirst du also Superheld genannt. Mein Gott, das ist so gut. Das Wichtigste zuerst. Wir brauchen einen Pitch für Investoren. Moment, Cole, nimmst du das auf? Ja, Aufnahme läuft. Ich verstehe nicht, wieso wir alles aufnehmen müssen. Weil wir eines Tages berühmt sein werden. Und unsere Fans werden hinter die Kulissen gucken wollen, sozusagen. Okay, also für den Pitch kann ich eine Prototyp-Illusion erstellen, die... Tolle Idee. Wir brauchen auch noch einen Namen für unsere Attraktion. Wie wär's mit Mysterien? Nein, nein, nein. Wir werden nicht den Namen Mysterio verwenden. Auch nichts Ähnliches. Auf keinen Fall. Die Leute werden dich Mysterio nennen. Ah, schade. Ich dachte, es läuft einfach weiter, wenn ich switche. Kann man sich wieder anhören, wenn wir alle zusammen haben. Oh, eines unserer Entwickler-Tagebücher. Dieses Projekt lag per C sehr am Herzen. Leider sind noch mehr Leute überall in der Stadt in Mysterien gefangen. Wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt und ihn zur Strecke bringen. Diese Mysterium-Sache ist komisch. Aber wenn da Leute gefangen sind, muss ich helfen. Und versuchen herauszufinden, was los ist.
Aber es sind bestimmt nicht immer Prügel-Challenges. Das ist bestimmt auch unterschiedlich an Missionen. Los! Hereinspazieren! Hey, da können wir einfach reinrennen. Oh, besiege auch alle Gegner. Willkommen in meinem Mysterium! Ich wollte die Heizung rausnehmen. Ich weiß nicht, wo ich bin! Hilfe! Halte durch! Ich finde dich! Meine Illusionen werden nicht sterben! Okay, Miles, denk dran! Alles ist eine Illusion! Sogar dieser Mysterio! Wow, das wirkt gar nicht wie eine Illusion. Wie machen die das? Hallo? Diese Illusion ist eine Illusion. Okay. Dieses Giftgas ist keine Illusion. Versprochen. Tick-Tack, Spider-Man! Das mache ich nicht doch wahr. Ich bin eine Illusion, aber deine Schwänze sind echt. Ich dachte, ich wäre verloren. Alles gut, das war's. Gab halt auch nicht so viele Belohnung. Anzug. Ey, ist das irgendwie cool? Also, es ist absolut cool. Es ist einfach der Black Panther Anzug. Hey, Aloha, schönen guten Morgen. Oder so. Hey, Dinge der Kurzschwerter sind lackiert. Wieso denn guten Morgen? Keine Ahnung. Warum nicht? Das ist ganz schön unverschämt, dass wir einfach direkt. Volk. Also. Hab voll Aua in meiner Brust. Und den ganzen Tag. Trockenen Husten. Oh no! Das klingt nicht so gesund. Klingt ein bisschen nach Erkältungskram. Aber zum Glück nur. Das war so ein bisschen.
Hey, schönen guten Tag. Wie geht's dir unter einem Schmutzloch? Das machen wir einen Test, ja. Ach, du arbeitest ja auch mit Menschen. Da kann ja sowas passieren. Das ist ein Fotospot, okay. Die Katze hat den Spaß ihres Lebens, glaube ich. Perfekt für Robbie. Ich hatte das auch zum ersten Mal. Als mein Sohn noch klein war, habe ich bei seiner Baseballmannschaft als Trainer ausgeholfen. Bei jedem Spiel haben die Eltern mehr gemeckert als die Kinder. Ich auch. Ich bin auch froh, dass ich nicht diese ganze anderen Kram hatte, was andere Leute hatten, irgendwie so Geschmacksverlust und so Sachen. Atemnot und. In Ordnung, Leute. Update zur Gerichtsverhandlung des Jahrhunderts. Was ist das? Die Bürger von New York. Ja, der sieht aus, als käme er aus der Zukunft, ja. Gegen Norman Osborn. Erinnert ihr euch an den Teufelsatem? Wie Bürgermeister Norman vor ein paar Jahren indirekt für die Vergiftung der Stadt verantwortlich war? Tja, seine Anwälte haben den Einzug der Gerechtigkeit schon wieder ausgebremst. Laut unserer Quelle vor Ort reichen sie lächerliche Anträge zur Verschleppung der Ermittlungen ein. Nichts für ungut. Du hast jetzt 39,7. Aber irgendwann muss es mal gesagt werden. Nicht cool. Fahrt zur Hölle, Anwälte. Na gut, bis zum nächsten Mal, Leute. Mach doch nicht so ein. Das ist ein echter Hightech-Bot. Bei der Armor MK3. Ich hatte ja auch. So um den Dreh Fieber neben Abend, als wir da gestreamt haben, als ich meinte so, dass ich so groggy bin und müde und warm. Schlaf ich nachher, es ist 0 Uhr. 1 Uhr? Ist noch zu früh zum Schlafen. Hier hinten haben wir noch ein Mysterium. Gesamtfortschritt 31%. Wir haben heute nicht so viel geschafft wie gestern. Kurz vor 1, ja, bei uns. Leuchtet golden diesmal? Jägertechnologie. Deswegen. Die kann ich besser brauchen als Sie. Hallo Katze. Ist so Gold. Ja, quasi. Ist quasi eine andere Dimension. Ja, aber Fieber ist nervig. Hoffentlich ist es schnell vorbei, der Mist. Was auch immer, es ist eine Krankheit. Ich bin ein Meister der Illusion. Hallo. Möge das wieder alle Gegner verprügeln. Das ist ziemlich eintönig. Ach ja, verschiedene Aufgaben für uns. Hilf mir doch jemand! Hilf! Ich dachte gerade, da wurde ein Cowboy gespawnt. Bleib wo du bist! Ich finde dich! Da draußen bist du vielleicht ein Held! Schurke! Eins kannst du mir glauben! Für manche bin ich ein Schurke, egal wo ich bin! Bitte nicht mein ganzes Mysterium voll. Was ist passiert? Du willst überleben? Ja! Du rennst an mir vorbei! Ich muss Mysterio finden! Oh!
Schurkling! Zurück zu den anderen Schurken! Boah, da läuft auch die Zeit weiter, wenn wir das machen. Ich übernehme die Kontrolle über die Situation. Okay, wo ist Mysterio? Verdammt! Okay, jetzt muss ich den Rest ausschalten. Das hast du gespürt, oder? Angemessen, eieiei, ich hab über Worte mein Bild in den Klingen geschickt. Ich dachte, ich würde sterben. Du bist jetzt sicher, aber mach langsam. Wie? Da unten sieht man die Naht noch. Also sonst ganz nice. Hintergrund sieht einfach auch richtig nach Arbeit aus. Und ein Kassenbeleg. Los, Katze, wir gehen. Und sonst, wie war der Tag so? Ich hab wohl eine Nachricht. Spider-Man, hier ist Betsy. Quentin und Cole arbeiten sich gerade durch deine sehr hilfreichen Daten. Und ich dachte mir, wenn die Mysterien wieder sicher laufen, wäre es toll, mit Spider-Man dafür zu werben. Natürlich pro bono. Uns geht das Kapital aus und das macht Quentin ziemlich nervös. Okay, ist nur so ein Gedanke. Kein Grund zurückzurufen. Tschüss. Sorry, Betsy. Wir haben eine Regel gegen Spidey-Unterstützung. Vielleicht brauchst du einen neuen Geschäftsplan. Ja, so Meme, was soll das? Hätte man auch machen können. So, eigentlich wollten wir unsere Mom besuchen, ne? Aber jetzt bin ich hier schon wieder irgendwie am nächsten Ding. Und den einen machen wir noch und dann gehen wir zu der Mission, ne? Und gucken. Das zu unserer Katze. Und dieser Katzenanzug ist das Beste, was passiert. Setze Finisher gegen die Gegner ein. Hinter dir. Spider-Man? Was ist los? Hilfe! Hey, wo sind sie hin? Glaubst du, du kannst meine beste Illusion besiegen? Das bezweifle ich. Schon wieder? Was soll das heißen? Hör auf deine Zweifel. Nein. Nein. Mach das nicht, Leute. Einfach nicht machen. Einfach nicht auf eure Zweifel hören. Ganz gut bisher.
Aber triffst du auch, was du nicht siehst? Ein HP hatte. Ma. Ganz perfekt verspachtelt. Was ist los? Hilfe! Hey, wo sind sie hin? Glaubst du, du kannst bei den besten Illusionen besiegen? Das ist ich bin eine Illusion, aber deine Schmerzen sind echt. Hat mitgefinisht. Ganz gut bisher, aber triffst du auch, was du nicht siehst? Komm und locke den Spider-Man, hätte ich mehr Oh mein Gott, danke! Du bist jetzt sicher. Da steht auch der Laser, okay. Deswegen sieht er nach Arbeit aus. Ah, Verbrechen, Brandstiftung. Wen interessieren brennende Gebäude, ne? Katzenfinisher ist geil, ne? Gott, der hat die einfach ins Gesicht ge... Katz? Jetzt aber. Mit Town freigeschaltet. Hier ist der Tower. Hey, ich habe was gefunden. Diese falschen Spider-Bots werden offenbar von Dritten angepingt. Jemand anders verfolgt sie also? Oder ging genau. Die Tür auf? Ich muss nur herausfinden, wer. Alle weiteren Bots, immer her damit. Ich brauche so viele Daten wie möglich. Gut gemacht, Genki. Wir kommen der Sache langsam näher. Interessant.
Ja, auf zur nächsten Mission. Wie haben wir es? 1:06 Uhr. Okay. Auch noch die Miles-Mission. Ich bleibe die ganze Nacht durchspielen. Ich bin auch null müde. Ich habe auch viel zu lange geschlafen. Ich war auch sehr lange wach. Einer hat zum anderen geführt. Das wird sicher nützlich sein. Oder was mal Keilschlag gebrauchen war, okay. Nur noch diese Mission, sagt er vor 3 Stunden, ja. Und danach gehen wir noch kurz. Gucken wir mal kurz, was in Eco geht. Hier kann ich mich immer.